Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Bundesliga-Prognose. Heute an meiner Seite nicht der Kurator, der ist leider kränklich oder kränkelt ein bisschen. Stattdessen der Dr. Jones oder auch bekannt als Jonas. Moin. Moin moin, ja, ich bin auch nicht ganz fit, aber bisschen mehr als Hernando, glaube ich. Von daher habe ich mich bereit erklärt, hier heute mal ein bisschen den Notnagel zu spielen, mal einzuspringen. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel, was uns hier erwartet, denke ich mal. Ja, interessant nach dem gestrigen Abend, also Aufnahmezeitpunkt Donnerstagabend. Ja. Interessant, glaube ich, nicht mehr. Jeder denkt, das ist eine klare Sache. Wir spielen nämlich heute Bayern gegen Schalke und nein, der Hansa-Fan spielt nicht mit Schalke heute. Nein, ausnahmsweise nicht. Nämlich ich übernehme die Schalker-Jungs mal heute und hoffe, dass wir den Bayern vielleicht eins reinwürgen können und vielleicht mit etwas Glück die Schmach gegen Real vergessen machen können, weil das war echt schon teilweise peinlich, fand ich, was sie da geliefert haben. Oh ja, die ersten zwei Tore waren eigentlich der Knackpunkt, da, bis dahin haben sie noch ganz gut mitgespielt, aber danach darf man sie nicht einfach so dem Schicksal ergeben, sagen wir mal, und das war wirklich leider, leider schade. Ja. So, wir gucken mal auf die Aufstellung. Götze bei mir heute rechts im Spiel. Rechts, okay. Also ich habe heute den KP Boateng auf die 6 gesetzt, weil ich vorne halt Fafan, Draxler und Meier haben wollte. Vorne Hüntelaar. Ein Kolasinac habe ich nicht dabei, der hat wahrscheinlich den Kiefer gebrochen, das ist aber noch nicht ganz klar. Und Santana kann auch nicht spielen, sagte der Kevin mir eben, von daher. Ja, ich glaube, der Uschi ist auch nicht fit, aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Ja gut, war ich mir jetzt nicht sicher. Und ich glaube, ich habe auch noch einen drin, der nicht spielen kann, und zwar, ich glaube, der Ribéry ist auch noch nicht fit, ne, eigentlich? Ja, ich glaube, ja, hast du recht. Das ging jetzt gerade so schnell und spontan, aber ist ja nicht so schlimm, wir spielen Bayern gegen Schalke. Ja, ich glaube, ob Ribéry dabei ist oder nicht, ist jetzt nicht der Knackpunkt, woran es scheitert. Nee, nicht wirklich. Götze, oh, gleich mal ein guter Pass auf Lahm. Gut, verteidige erstmal von Matip. Immerhin zum Einwurf noch geklärt hier. Also hat er besser gemacht als Santana gestern Abend in einer ähnlichen Situation. Ich einfach auf die Tribüne zu bolzen. Ich weiß immer noch nicht, was es sollte. So, in der Innenverteidigung bei mir heute Dante und Martinez. Aber da gucken wir, der Hüntelaar, der staubt gleich mal gut ab hier. Oh, schöner. Oh, Boateng, Mensch. Klasse Ansatz, da holt er noch, ja, hält er noch im Spiel und es gibt Eckball. Alaba klärt zur Ecke, hat er nicht richtig auf den Fuß bekommen. Meier. Oh, geht doch hin da jetzt. Oh, Leute, 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 Leute. Was? Kein Elfmeter. Nein. Oh, das war aber schon eine heikle Szene da hinten drin. Hab ich gar nicht so drauf geachtet, ich wollte bloß den Ball klären. Ich wollte bloß irgendwie den Ball klären, das hätte nicht sein, dass ich hier schon wieder in Rückstand gerade. Denn in Sachen Prognosen sieht es bei mir noch nicht so gut aus. Gegen den Kurator habe ich zweimal verloren. Einmal richtig peinlich gegen Leverkusen und Schalke, aber... Ja, diesmal habe ich ja die Schalker der Backe. Aber unsere Prognose mit dem HSV war ja auch nicht so unrealistisch. Ja, Iracek, ein Tor war auf jeden Fall richtig. Und der das 1-0 von Iracek, das war fast genauso. Also das war das Gleiche. Und das noch zwei Tore hinterher kommen, okay. Ja, da kann ja niemand was für. Wir wollten ja nicht so viel vorwegnehmen. Man wollte ja ein bisschen Spannung noch lassen. Jetzt kommt Meier. Läuft einfach durch. Oh, und der Neuer ist da. Fafan macht 1-0. Und macht den Balotelli hier. Also, 13. Minute. Es hatte sich schon so ein bisschen angedeutet, ne? Spielanteile mehr für Schalke. Und jetzt ist da der Fafan. Ich denke knapp an der Abseitsstellung vorbei. Genug Ton für die Schalker Seele. Da sehen wir den blauen Block im Hintergrund noch, der sicherlich ausgerastet ist an dieser Stelle, aber die Bayern sollte man natürlich nie unterschätzen. Ja, also ist natürlich jetzt eine neue Situation für die Münchner, kennen sie ja gar nicht, eigentlich in Rückstand zu geraten. Sind sie das überhaupt schon mal in dieser Saison? Also gegen Man City haben sie ja verloren, da müssen sie ja in Rückstand geraten. Ja, ich meine das so in der Bundesliga. Ach, in der Bundesliga, das ist eine gute Frage. Können die Statistikfüchse mal unter euch vielleicht in die Kommentare hauen? Das sind wir uns jetzt gar nicht. Ja, schön gespielt. Passiert, Toni Kroos. Boateng, wow. Sauber Einsatz. Das ist faire, harte, aber faire Zweikampfführung. Und der nächste Konter läuft. Oh. Ich hab Probleme mit diesen ekligen langen Bällen, ey. Ja. Max Meier in der Mitte ist Hüntelaar. Ah, aber noch so gerade verteidigt. Oh, die Bayern noch im Tiefschlaf. Das wird Pep nicht gefallen. Ja, also das ist ja meistens so. Die ersten 15 bis 20 Minuten pennen die ja. Oh, der Ex-Schalke Neuer hier bewahrt die Münchner vom höheren Rückstand. Also das ist ja meistens so. Die brauchen ja immer so 15, 20 Minuten, um sich zu fangen, die Münchner. Oh ja. Also ist eigentlich fast immer so. Auch in der Champions League haben sie ja was gebraucht, bevor sie ins Rollen gekommen sind. Ja, da hat Arsenal ja auch nicht schlecht ausgesehen. Ja. Auch Nürnberg hat ja ein richtig gutes Spiel abgeliefert gegen die Bayern. Ja, also so kann man sie schlagen. Und hier jetzt aktuell auch Schalke auf einem guten Weg. Fafan wieder mit der Flanke, aber... Martinez ist da. Genau.
Der Mann, der dieses Jahr nicht die große Rolle spielt wie letztes Jahr unter Jupp Heynckes, muss man ja sagen. Nee, das liegt an der, vor allem weil Pep ja gerne durchrotiert hat, vor allem auch mit Lahm auf der 6. Ja, genau, weil er auch jetzt nur mit einem Sechser spielt, ne? Das ist natürlich eine Sache dann. Da muss ich auch einen Schweinsteiger hinten anstellen, der nach langer Verletzungspause jetzt zurückgekehrt ist. Ja, klar, also der muss sich auch da erstmal wieder für empfehlen und sich wieder rankämpfen, denke ich. Aber ist ja auch verständlich. Leistungsprinzip, ganz klar. Und bei solcher Qualität im Kader ist das auch verständlich. Thiago mit der Flanke! Und Ralle da hinten so gerade noch dazwischen. Ralle Fährmann. Der auch wieder zurück. Wie hast du das gesehen, den Torwartwechsel da bei den Schalkern? Ja, ich war ein lange Verfechter von Hildebrand, weil ich ihn eigentlich immer noch recht sympathisch fand von Stuttgart damals und die Hoffnung hatte, dass er irgendwie mal die Form zurückfindet, aber die hat er seit seinem Wechsel zu Valencia nie wieder gefunden und deswegen war es jetzt endlich der richtige Schritt, auf jeden Fall mit Ralf Fährmann da einen neuen Torwart reinzuholen. Ich habe eher gedacht, man wartet ab die Saison, bis Fabian Giefer im Sommer kommt, aber so wie es momentan aussieht, scheint sich der Fährmann wirklich den Platz Nummer 1 zu verdienen. Ja. Also man muss auch sagen, jetzt natürlich mit der Nicht-Vertragsverlängerung von Hildebrand war es ja mehr oder weniger klar, dass es nicht unbedingt so viel Sinn macht, da jetzt noch einen Hildebrand weiter im Tor zu lassen, wenn du weißt, dass er im Sommer geht. Ach. Ne, von daher denke ich, ist da mit Fährmann schon eine langfristigere Lösung und je nachdem, wenn Giefer dazukommt, also bei Schalke finde ich immer, da sind in den letzten Jahren seit dem neuen Abgang viele gute Torhüter, aber keiner, der heraussticht, kein erster Torwart. Einen, den man wirklich braucht, um mitzuhalten. Viele gute Bundesliga-Torhüter, keinen, der wirklich für die Spitze der Bundesliga reicht. Aber vielleicht kann der Fährmann einer werden. Der kommt jetzt ins perfekte Fußballalter mit 25, 26, glaube ich, ist er jetzt. Ja. Hat noch 10 Jahre vor sich, also die er wirklich locker spielen kann als Torwart. Und ich glaube, er kann noch ein großer werden. Also ich hätte auch gern so einen Zieler oder sowas bei Schalke gesehen. Den hätte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen können. Obwohl Zieler in letzter Zeit auch eine Stagnation zu merken ist, ne? Ja, klar. Also das Problem ist, denke ich, bei ihm auch, er spielt ja überhaupt nicht mehr international, ne? Nee. Deswegen denke ich, wird Thema WM für ihn auch abgehakt sein mit Weidenfeller. Auf jeden Fall, der ERTS Tegen und Weidenfeller, Adler sowieso. Der Adler bin ich mir auch nicht sicher, ob der mitfährt. Also was der in letzter Zeit, der hat irgendwie Licht und Schatten in letzter Zeit. Sehr oft wie ganz Hamburg. Wo die Mannschaft bei der Abwehr in Hamburg gar nicht anders. Aber wo letztens gegen Dortmund hat er wieder Klasse gehalten. Ne? Ja, eben, meine ich ja. Wo die Mannschaft glänzt, da glänzt auch ein Adler. Aber wenn es schlecht läuft, dann läuft es auch bei ihm nicht sonderlich gut. Oh, Draxler mit einem schlechten Auftritt. Muss man auch nicht so oft sagen. Wie oft hat Adler HSV schon mal von einer höheren Klatsche gerettet? Ja, gut. Ich sag nur das 9-2 gegen Bayern und da hat Adler Dinger rausgeholt, ehe der hätte Bayern 15-2 oder sowas gewinnen können. Ja, theoretisch klar. Aber dafür wird er auch fürstlich bezahlt im Vergleich zu den anderen Hamburgern, denke ich mir. Also, oh, was ein Fehler da hinten drin. Götze gegen seinen Teamkameraden in der Nationalmannschaft. Draxler hat sich da durchgesetzt und jetzt die Ecke. Von Franck Ribéry, Eckball, erste Ecke der Bayern. Weit nach hinten gelegt! Und Kopfball von Martinez. Den teuersten Bundesligaspieler aller Zeiten. Noch. Ich glaube, es dauert nicht mehr lang, da wird Draxler das sein. Als Schalker, ne, hoffe ich ja echt, dass der Draxler das nicht macht. Aber das ist auch vielleicht noch so eine schöne Randnotiz, worum natürlich jetzt auch wieder in der Woche geschrieben wird, denke ich. Draxler Bayern, was denkst du, ist da was dran? Zuzutrauen ist alles zurzeit. Also ich hätte ja auch nicht gedacht damals, dass Neuer das wirklich macht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Götze wechselt. Also. Ja, das auch. Also das hat mich sowas mega überrascht. Also ich kann mir das schon durchaus vorstellen. Leider. Vor allen Dingen, Draxler wäre auch ein sinnvoller Transfer für mich, weil du hast links einen Ribéry, der aktuell in seiner absoluten Blütezeit ist, aber der ist maximal noch für 1-2 Jahre so gut, glaube ich. Viel länger wird er nicht mehr auf Top-Niveau spielen können und da kannst du dir jetzt so einen Jungen ranholen, den du langsam ins Umfeld einfügen kannst, integrieren kannst. Ich denke, das passt dann auch. Ja, stimmt schon, aber... Ja, wenn man Schalke mag, ist es natürlich. Ja. Aber hier, wenn man Schalke mag übrigens, dann ist das ein sehr erfreuliches Ergebnis. Hier aus dem Spitzenwinkel nochmal das Tor von Fafan sehen, wa? Ja, yep. Und der Kopfball in neuer Klasse pariert. Also viel los, auf beiden Seiten schon Chancen. Ja, allerdings die Bayern noch nicht so wirklich mit großen Chancen. Da muss noch ein bisschen mehr gehen. Ja. Wird jetzt auch ein Wechsel folgen zur Halbzeit. Da wird Pep gleich mal reagieren. Und zwar... wie nehme ich jetzt runter? Ich mach grad nochmal einen Sound ein bisschen leiser. Bin mir nicht sicher, ob es zu laut ist, deswegen habe ich lieber nochmal runtergedreht jetzt. So, ich guck auch nochmal. Christian Clemens, den würde ich nochmal gerne sehen, den Jungen. Den mag ich auch, so als Ex-Kölner. Also, habe ich den öfter gesehen. Hat mir gut gefallen, leider. Ja, wie einige Talente, wie auch ein Goretzka bislang noch nicht so richtig angekommen in Schalke irgendwie. Ja, obwohl er in letzter Zeit ja auch ganz gut gespielt hat jetzt, die letzten Male. Vor allem das Tor in Leverkusen war ja überragend. Ja, das war klasse vom Leon.
Aber Clemens, von dem bislang noch überhaupt nichts zu sehen, finde ich. Nee, hat auch viel Verletzungspech gehabt bis jetzt immer. So, geht's hier weiter. Wechsel, also bei Bayern kommt Robben für Rafinha rein. Santa Wechsel, da wird wohl einiges rochiert, oder? Ja, Lahm rückt zurück auf die rechte Seite, auf die 6 rückt Thiago. Und Götze in die Mitte mit Kroos. Ja. Und jetzt Clemens, da ist seine erste Ballberührung. Und Robben logischerweise noch auf die rechte Seite, ja, wo Götze vorgespielt hat. Also einiges da. Ein Wechsel, der viel bewirkt in der ganzen Mannschaft. Vielleicht ja auch das Signal für die Bayern jetzt. So, Robben, da ist er gleich mal am Ball. Ah, stark Verteidigung, es gibt sogar... Holt Fuchs sogar den Einwurf für sich raus. Klasse gemacht hier. Also den fand ich auch immer richtig klasse, den Verteidiger. Mittlerweile ist mit dem ja auch nicht mehr so viel los. Nee, ist hat auch stark abgebaut. Ja. Den fand ich eigentlich immer ein toller Spieler. Oh, Alaba, der sieht da nicht gut aus. Hat keinen guten Tag heute. Jetzt war Fang gegen Dante. Im Dribbling, aber Dante überragend. Lässt sich da nicht so einfach abkochen, ne? Lässt sich da nicht so einfach abkochen. Der Typ will ja noch mit zur WM, ne? Ja, also denke ich auch, ist fast gesetzt, wenn er keine riesen Bockböcke mehr schießt jetzt in der Rückrunde. Dann wird das eine ziemlich sichere Sache sein. Oh, unnötiger Ballverlust jetzt. Ja, die Bayern kommen nicht so wirklich durch. Und mal bisschen ehrlich zusammen, mit Bayern war ich noch nie wirklich gut. Jetzt kommen ja die Ausreden hier. Nee, ja, ist ja wirklich so. Da kannst du jeden von meiner Umgebung fragen. Mit Bayern ja, habe ich noch nie wirklich gut. Hast du mir auch schon mal erzählt, als wir so gezockt haben, dass du ungern mit den Bayern spielst, aber gut. Ja. Wolltest nicht schon wieder mit Schalke spielen, von daher. Ja, das auch noch. Und immer mal interessant, immer mit Bayern zu spielen. Lahm. Aber wohin? Es ist keine Bewegung da im Offensivspiel der Bayern. Was ist los hier? Jetzt kommt Hünteler, aber Dante, der ist unglaublich stark dahin. Der hält die Mannschaft da wirklich zusammen auf so einer Position. Finde ich klasse, was der für eine Entwicklung da genommen hat. Oh, schöner Pass, Robben, zieht in die Mitte rein. Oh, Fehlpass. Jetzt Robben, da ist er! Alter. Arjen Robben! Der lässt aber einen hören hier. Setz gleich mal ein Zeichen. Und da darf Toni Kroos ihm die Schuhe putzen, aber das wirklich machen würde, glaube ich nicht. Nee, da das glaube ich auch nicht. Aber unnötiger Fehler da. Muss Uchida mit dem, ja, mit dem krassen Aussetzer. Sowas darfst du dem Robben nicht auflegen. Da ist der gnadenlos. Und jetzt würde ich den Bayern-Stadionsprecher wieder hören. Tor für den FC Bayern München. Torschütze mit der Nummer 10. Ayen! Und dann kommen die Typen mit ihrer Klatschpappe raus. Ja. Robben! Entschuldigung an die Bayern-Fans, da muss ein kleiner Diss weg. Ja, tut mir leid. Das darf man nicht abstreiten, da sitzen noch nur Leute mit Klatschpappen. Ja, oft schon, leider schon. Aber es gibt natürlich auch einen harten Kern, das darf man auch nicht vergessen. Ja, klar, die Schickerie. Kurve, natürlich. Aber grundsätzlich sind viele, viele Erfolgsfans, auch wenn sie es nicht gerne hören, aber sind wir mal ehrlich, es ist so. Oh. Götze, zieht mal ab. Und auf Bayern ist jetzt heiß. Die wollen ja, jetzt. Ich bin zu Hause, jetzt muss was kommen. Ribéry, Kopfbasier gegen Verfahren, das ist genau das richtige Duell gewesen für die beiden. Ja, das war interessant. Oh, faul, ne? Ja, ja. Und das Foul Gelb, von oder? Roman Neustädter, es gibt auch die gelbe Karte nach Foul an Götze. Ja, gut. Halb ja, taktisch, also kann man geben. Tritt er ihn das Jumpbein weg? Ja, ist vertretbar auf jeden Fall. Also Schalke hat das bislang eigentlich sehr, sehr gut gemacht, sind gut ins Pressing reingekommen, aber jetzt werden die Bayern schon überlegen, muss man sagen. Haben mehr Ballbesitz als in den ersten 45 Minuten und die Hereinnahme vom Robben. Kevin, du bist ein Guardiola. Der Pep, also den Trainer, muss ich echt sagen, den finde ich richtig klasse, den Typen. Ja. Den mag ich echt. Vor allem, weil er auch Hansa Rostock gelobt hat. Neues Level gebracht. Vor allem, weil er auch Hansa Rostock gelobt hat im Sommer. Als Bayern zum Benefit spielt, aber. Ja. Er sagt da, so ein Stadion, so ein Publikum in der dritten Liga. Oh! Was ist denn da los? Christian Clemens. Eben noch über ihn gesprochen. Was war das denn für ein Tor? Macht Robben nach hier. Martinez geht überhaupt nicht rauf und dann hat er den Platz und kann ihn da oben reinschlänzen. Wow, was ein Tor, ey. 2-1 Schalke aus dem Nichts. Tag der Traumtore, würde ich sagen, oder? Ja, kann man sagen. Jetzt muss Bayern natürlich die schnelle Antwort finden. Versuchen es über Robben, stark verteidigt von Fuchs hier. Clemens kriegt den auch noch. Schön gespielt, jetzt muss Fafan da unten mitmachen, aber... Ja, jetzt... Und Alaba! Kein Abseits. Alaba steht völlig falsch. Aber Neuer ist zur Stelle.
Und jetzt muss bei Bayern eigentlich ein Wechsel her. Kannst du mal Pause drücken? Ja, mach ich jetzt sofort. Ich guck noch einmal an hier. Da sehen wir es. Gut, die Ecke kurz zugemacht da. Und bei Bayern macht sich Bastian Schweinsteiger bereit. Ich würde sagen, ich wechsle auch. Bring einmal den Leon Goretzka für Draxler und Hüntela nehme ich raus und bring Schalai. Also vorne nochmal zwei Änderungen und ich mache nochmal den Sound leiser. Irgendwie wirkt mir das immer noch zu laut. Ich soll nicht, dass deine Aufnahme in der Tafel murkst ist. Ah, das wäre scheiße. Da müsste ich hochladen bei mir. Nee. Ich denke, das wird funktionieren. Bei Bayern gibt es gleich zwei Wechsel. Schweinsteiger und Shaqiri kommen ins Spiel. Okay, also der kleine Powerman. Jetzt erstmal die Ecke durch Clemens. Sie kommt gut und er kommt auch zum Kopfball. Hövedes, glaube ich. Aber gut. Und vom Mandzukic bei Bayern auch überhaupt nichts zu sehen, aber er bleibt auf dem Feld. Klar, er ist immer für ein Tor gut. Ja klar, das ist immer eine Gefahr vorne. Jetzt komm schon. Ah, schade. Martinez hat gut aufgepasst. Wirkt aber nicht so souverän die ganze gesamte Partie über. Jetzt Mandzukic mal am Ball. Ich habe jetzt mal auf defensiv gestellt. Nimmt Kroos mit. Ribéry. Hat gespielt. Da ist Shaqiri und bei mir gibt es einen Frame-Einbruch. Na herrlich. Oh, geht's wieder? Nee, 15 Frames. Oh Gott. Na super, herrlich, wie ich sowas liebe. Warum noch immer bei FIFA kommt, verstehe ich auch nicht. Boah. Muss ich jetzt so weiterspielen. Boah, ah, Freistoß feiern. War doch gar nichts. Dante. So, ich habe mal ganz kurz Fraps ganz schnell neu geschaltet. Also Aufnahme abgebrochen und ganz fix neu wieder aufgedrückt. Oh, aber fair, Mann. Bleibt da ganz cool. Hoffe, die Frames waren mehr stabil. Oh, nächster Fehler, unnötig. Alaba mit vorne, schaltet sich mit einem Ball auf Mandzukic. Ah, im Abseits. Ja, da braucht er sich nicht beschweren, da steht er im Abseits, da muss er halt früher rausrücken. Ganz klar. Gute 10 Minuten noch, also es riecht hier nach der Mega-Überraschung. Zumindest hier in der wie Prognose. Wie letzte Woche schon. Ja, ah, der steht im Abseits, scheiße. Ah, unnötig, da konnte ich nicht mehr abbrechen den Pass. Das kann doch nicht sein, dass der Hansa-Fan die Prognose einfach nicht gewinnen kann. Egal gegen wen, jetzt hast du schon einen schlechten Gegner rausgesucht und es wird immer Schlechten Gegner. Ja, ich bin jetzt nicht der FIFA-Pro, muss ich sagen, aber gut. Reicht schon, Alaba. Stark gemacht, weiter auf Toni, klasse und gespielt. Und an den Pfosten. Boah, das war überragend kombiniert. One-Touch-Football, aber dann nur der Außenpfosten. Da wäre Fährmann nicht rangekommen, sag ich. Ich glaube, die lange Ecke hätte er wählen sollen. Jetzt einfach der Befreiungsschlag. 7 Minuten sind noch zu gehen hier. Scholloi. Oh, Mensch. Lässt sich da abdrängen, aber erobert den Ball zurück. Oh. Da ist jetzt was los. Also da wird um jeden Ball gekämpft, um jeden Zentimeter. Oh Mann, Zukic. Ja, das ist heute nicht sein Tag irgendwie, ne? Oh, unnötiger Ballverlust jetzt von Höfetz. Und jetzt gibt's den Freistoß für Schalke. Nee, für dich. Ja. Da könnte nochmal Gefahr entstehen jetzt. Die hasse ich, diese Freistöße. Oh, aber gut verteidigt jetzt hier. Schweinsteiger hat den zweiten Ball. Lahm. Oh, starke Grätsche da. Gefahren von Neustädter. Jetzt ist der Ball schon wieder weg. Das gibt's doch nicht. München kommt über Kroos. Und da ist Hövedes nochmal dazwischen. Oh, Herr Schalke. Schalke muss ich die 3 Punkte jetzt hier ermauern? Ja, klar. Also eine Minute noch auf der Uhr. Weniger als eine Minute. Lahm kommt nochmal mit der Shaqiri, Anke. Mandzukic. Und da ist Ribéry. Oh. Oh, wo geht der Pass denn hin? Da steht kein Mensch. Nochmal Konter. Nee, Dante. Klasse gemacht. Klasse. Direkt ins Gegenpressing da gegangen. Dadurch jetzt die Chance für Kroos. Toni Kroos. Pressschlag mit Uschida. Jetzt raus mit dem Ding. Gibt's den Einwurf nochmal? Ja, den gibt's nochmal. Also wahrscheinlich noch ein Angriff für die Münchner hier in der Allianz Arena. Aber das war eine schwache Ballannahme von Ribéry und der Ball ist bei Fafan. Ah, der verliert ihn aber. Und jetzt letzte Möglichkeit wahrscheinlich nochmal. Toni Kroos raus auf Ribéry. Uschida grätscht vorbei. Oh, kein Foul. Hövedes spielt den Ball. Hövedes spielt den Ball. Gibt nochmal Einwurf. Naja, also da hätte man pfeifen können, den Angriff, finde ich. Hat die... Oh Leute, wo soll ich denn hier hin? Aufgenommen. Drauf da, komm schon. Oh. Groß, am langen Pfosten ist Mandzukic. Da war seine Szene. Aber auch zu harmlos. Der Kopfball. Da, Schluss! Schalke schafft die Sensation und führt den Bayern in die erste Niederlage zu. Ah, das wäre schon eine brutale Überraschung, wenn das so ausgehen würde. Es ist eine brutale Überraschung, aber
es ist alles möglich, es ist alles möglich. Man hat es ja gesehen letzte Woche beim Druck bei der Prognose HSV gegen Dortmund. Hier bei den Bayern, gut, vielleicht liegt es einfach nur daran, dass ich zu schlecht bin. Ja, ganz ehrlich, das glaube ich nicht, dass die Bayern da Sinn machen. Das sagt hier FIFA 14. Was sagt ihr, Leute? Schreibt es in die Kommentare, ich bin gespannt. Eure Tipps alle unten reinhauen. Aber ich denke mal, es wird eine klare Sache für Bayern werden, auch wenn es hier nicht so klar wurde. Vielleicht ganz kurz dein Tipp noch fürs Spiel. Ich sag zwar, Schalke verliert, aber nicht hoch. Ich glaube, Schalke zeigt schon eine kleine Trotzreaktion auf die Klatsche. Aber ich sag mal, 2-0 wird es werden für Bayern. Ich sag 3-0. Also ich glaube schon, dass die Bayern da sich nicht bitten lassen und den Schalkern da drei Dinge einschenken. Naja, wir werden es sehen. Mal gucken, was nächste Woche am Start ist. Ich hoffe, ihr schaltet auch da wieder ein. Hier nochmal das Traumtor von Arjen Robben. Überragend gemacht. Klassisch. Und dann natürlich im Gegenzug Christian Clemens. Toll vorbeigegangen da und dann der Schuss. Ja, kann Neuer vielleicht haben mit etwas Glück, aber... Oh. Ja. Auf jeden Fall, Leute, danke Jonas, dass du eingesprungen bist für den guten Vorrat. Sehr, Vorraten. Sehr gerne. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Hansa-Fan. Ciao, ciao. Ciao, ciao.